Color Grading Tutorial. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt mein letztes Video gesehen, wo ich einen fiktiven Trailer im Blockbuster-Stil gedreht habe, nur mit dem Smartphone. Ja, und heute zeigen wir euch Schritt für Schritt, was man in Sachen Color Grading noch da rausholen kann. An das Thema Color Grading traut ihr euch in der Regel ja meistens immer so am Anfang dran, wenn ihr euch damit so ein bisschen beschäftigt, indem ihr euch eine sogenannte LUT holt, ein Lookup Table. Das ist so ein Farblook, den ihr einfach auf euer Bildmaterial draufziehen könnt, um zum Beispiel einen dramatischen Blockbuster-Look im Orange-Teal-Look zu erhalten oder welche Stimmung auch immer. Das sieht immer in den Werbeversprechen sehr schön aus, der einzelnen Hersteller, kann auch gut funktionieren, hängt aber natürlich von eurem Bildmaterial ab. Oftmals ist es ja so, dass die unterschiedlichen Szenen eures Films ganz unterschiedlich beleuchtet sind und die ganze Lichtstimmung eine andere ist. Und dementsprechend kann es oftmals so sein, dass von einer Szene zur anderen Szene das Grading nicht funktioniert. Das sieht einmal gut aus und in der nächsten Szene sieht es schlecht aus. Dann könnt ihr natürlich noch so ein bisschen spielen mit diesen sogenannten LUTs, indem ihr die Intensität verstellt. Ihr solltet sowieso nicht so eine LUT einfach mit 100% draufknallen, das funktioniert meistens sowieso nicht. Aber natürlich könnt ihr so ein bisschen an diesem Regler spielen, aber das Ergebnis ist so meistens so, geht wohl, aber noch nicht perfekt. Mein Workflow bei meinem Trailer war wie folgt. Ich habe das ganze Video mit dem Smartphone gedreht und der App Filmic Pro. Hier habe ich ein flaches Bildprofil ausgewählt, um einen möglichst großen Dynamikumfang zu erhalten. Hier mal ein Unterschied zwischen einer Aufnahme mit der normalen Kameraeinstellung und der Einstellung mit dem flachen Bildprofil. Ihr seht schon, das ist alles wesentlich kontrastärmer, die Farben sind nicht so intensiv, aber man hat halt mehr Informationen im Bild, wo man dann später in der Nachbearbeitung mehr herausholen kann. Als nächstes habe ich die Filmic Pro empfohlene LUT über dieses ganze Bildmaterial drüber gelegt mit 100%, um dann schon mal ein wesentlich kontraststärkeres Bild zu erhalten. Das sieht auf jeden Fall schon wesentlich besser aus, als wenn ich mit der normalen internen App des Smartphones gefilmt hätte. In einem letzten Schritt nun kann ich den Farblook auswählen. Hier habe ich mich auch einer LUT bedient, die ich dann aber nur mit einer Intensität von 20-40% nochmal über mein fertiges Bildmaterial gelegt habe, um die finale Bildstimmung zu erhalten. Je nachdem, ob es eine Nacht- oder eine Tagaufnahme war, musste ich so ein bisschen mit der Intensität spielen. Das Ganze sieht schon sehr cinematisch aus. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen. Aber dann hat sich der Mike bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, ich hole noch mehr aus deinem Material raus. Ich habe dem Mike ein bisschen was zugeschickt von meinen Probeaufnahmen des Trailers und er hat das so ein bisschen nachbearbeitet und ich muss sagen, die Ergebnisse haben mich überzeugt. Und deshalb ist dieses Video entstanden, weil ich habe ihm den kompletten Trailer rübergeschoben, um den mal nachzugraden und gleichzeitig Schritt für Schritt mal zu erklären, wie er das gemacht hat. Weil ich lerne ja auch noch dazu und da habe ich gedacht, hey, nicht nur ich kann lernen, sondern ihr auch. In diesem Video zeigen wir euch jetzt mal Schritt für Schritt einen Workflow, wie man mit DaVinci Resolve das Ergebnis unseres Trailers noch optimieren kann, um einfach noch mehr herauszuholen. Und ich verspreche euch, am Ende des Videos werdet ihr sagen, boah, das sieht überhaupt nicht mehr nach Smartphone-Film aus, das sieht schon wirklich nach Kinolook aus. All das kann man aus dem Codec eines Smartphones herausholen. Das Schöne an DaVinci Resolve ist, dass diese Version völlig kostenlos ist. Es gibt zwar noch eine kostenpflichtige Version, aber in der Regel reicht der Funktionsumfang der kostenlosen Version völlig aus. Alternativ gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Grading auch in Adobe Premiere zu machen oder eben in Final Cut, aber Profis schwören auf DaVinci Resolve. So Mike, dein Auftritt, los geht's, Color Grading Tutorial. Servus, ich bin Mike und begrüße euch zu einem kleinen Color Grading Rundown Tutorial von Rainers Driller zu 1917. Ich bin schon eine Zeit lang dabei. Ich bin der Inhaber der Semple GmbH. Wir produzieren seit über 20 Jahren Imagefilme, Musikvideoclips, Content für Social Media, you name it, alles. Ich beschäftige mich schon ganz lange mit Farbe und deswegen war das mir auch ein Anliegen, den Rainer zu kontaktieren, wo ich sein Vorhaben gesehen habe und gesagt, wow, Hammer-Trailer, richtig geil, toll, was du gemacht hast, echt Respekt, Hut ab. Aber ich würde gerne mal versuchen, ob man dann ein bisschen was rauskitzeln kann, Color Grading mäßig. Rainer war dann gleich Feuer und Flamme, hat mir ein paar Testsequenzen geschickt und ich war selber ganz gespannt, ob es mir überhaupt gelingen wird oder ob ich meinen Mund zu voll genommen habe. Immerhin ist das Ganze mit dem iPhone geschossen worden. Die haben natürlich einen ganz anderen Codec als die Sachen, mit denen ich mich sonst so beschäftige. Also zum Beispiel eine Blackmagic RAW 6K oder eine Arri-Kamera oder sowas. Da geht natürlich Color Grading-mäßig jede Menge schon aufgrund des Codecs und aufgrund der tollen Signale. Und ich war jetzt sehr, sehr gespannt, was bei einem iPhone dabei rauskommt. Und ich muss euch sagen, ich war echt komplett überrascht, was da noch alles geht. Wir haben dann beschlossen, wir graden den Trailer einfach nochmal neu und versuchen dem Ganzen einfach so einen Look zu geben, der ein bisschen zusammenhält. Generell gibt es mehrere Phasen bei der Farbkorrektur. Erster Schritt ist immer
Color Correction. Das heißt, jede Szene für sich wird angepasst, was White Balance, Belichtung und so weiter betrifft, den Kontrastumfang. Nächster Schritt ist dann das sogenannte Shot Matching. Das heißt, man guckt, wie passt es zu den anderen Szenen, die in einem ähnlichen Environment gedreht worden sind. Wie passt es überhaupt in den kompletten Film? Und der letzte Schritt ist dann eigentlich erst das berühmte Color Grading, von dem alle möglichen Leute heutzutage reden. Da geht es einfach darum, dem Ganzen noch einen besonderen Look zu verpassen. Also in meinen Augen ist Color Grading ein Prozess. Das ist nicht nur, sich irgendwo tolle Lookup-Tables zu kaufen und die dann einfach drauf zu hauen und sich zu wundern, warum es anders ausguckt als auf der Verkaufsseite, sondern da geht es wirklich darum, Szene für Szene anzupassen, versuchen, was rauszukitzeln und versuchen, einen einheitlichen Look einfach zu gestalten. Ja, aber jetzt haben wir lang genug rumgeredet. Es geht los. Auf geht's rein in DaVinci. Kleine Anmerkung noch, es ist kein DaVinci Resolve Tutorial, da findet ihr im Internet jede Menge dazu. Ich habe ein 3-Monitor-Setup oder 3,5-Monitor-Setup. In der Mitte seht ihr den iMac Pro mit Vollausstattung, was Memory und Grafikkarte betrifft. Rechts daneben ist der sogenannte Client-Monitor, der ist angeschlossen per SDI. Und auf dem kann man halt wunderbar die Farben beurteilen. Und zur Sicherheit habe ich in der Mitte unten noch einen kleinen Monitor, das ist mein Atomos Shogun, um einfach noch eine Möglichkeit haben, das Ganze anzuschauen. Ich nutze den Shogun sehr, sehr gerne, weil man da die Möglichkeit hat, direkt Scopes darzustellen. Ja, und auf der linken Seite ein etwas kleinerer Monitor, bewusst aber klein gewählt, weil ich keine 3 Riesenmonitore hier stehen haben wollte. Ist ein Monitor, auf dem ich meine wichtigsten Schaltflächen, Scopes und so weiter drauflaufen habe. Das kleine silberne Teil in der Mitte ist mein Babyface Pro, ist ein Audio-Interface. Und dann habe ich noch ein Logitech Stream Deck. Das benutze ich, um bestimmte Setups live umzuschalten im Schnittbetrieb. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Hotkeys. Es gibt aber ein paar Hotkeys, die schwer zu merken sind. Und deswegen lege ich mir da bestimmte Tastenkombinationen auf dem Stream Deck ab und bin da sehr, sehr schnell. Okay, jetzt sind wir in DaVinci. Ich habe das Originalvideo vom Rainer geladen. Guck mal durch. So sieht das Ganze unbearbeitet aus, ohne Effekte. Generell gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man die Farbkorrektur für jemanden übernimmt. Methode Nummer 1 ist, man tauscht sogenannte XML-Files aus. Das haben wir in dem Fall aber gelassen, weil er dazu bräuchte die ganzen einzelnen Original-Files vom Rainer und das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. Und Methode Nummer 2 ist das sogenannte Bake and Blade, nennt sich das Ganze. Das heißt, ich habe den Rainer gebeten, mir ein Original zu schicken, nochmal in seine Schnittbearbeitung reinzugehen, sämtliche Effekte runterzunehmen und mir das Ganze als QuickTime ProRes rauszurendern und zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was hier jetzt vorliegt. Und der nächste Schritt ist dann, ich importiere mir das in DaVinci, hier, wie hier schon bereits gesehen, schmeiße das in eine Schnittsequenz und vollziehe jetzt jeden Schnitt sozusagen nach im Editing. Das ist bei 1,5 Minuten nicht so wahnsinnig tragisch. Bei längeren Filmen ist das durchaus zeitaufwendig und man kann da auch mit einer gewissen Automatik arbeiten. In dem Fall habe ich es einfach zu Fuß gemacht. Das heißt, ich gehe wirklich schnell durch das Video durch, schaue mir an, wo ist ein Szenenwechsel, setze ein Edit, gehe zur nächsten Szene, Szenenwechsel, Edit und so weiter. Auf geht's und das Ganze ist drin. Jetzt sind wir im Farbmodul von DaVinci, dem Color-Modul. Und der erste Schritt ist, sich jetzt einfach mal ein Overview zu verschaffen über die komplette Geschichte. Also ich schaue mir den Film durch, gucke, wie viele verschiedene Szenen gibt es, wie viele verschiedene Setups gibt es und ich versuche mir das Ganze jetzt mal logisch zu gruppieren. Dann bin ich mir einfach leichter tue in der Bearbeitung und ihr seht schon, hier gibt es unterschiedliche Farbmarkierungen, die habe ich mir einfach gesetzt und habe sogenannte Gruppen gebildet. Da kann ich dann einzeln darauf zugreifen. Ich habe zum Beispiel eine Gruppe, die nennt sich Bunker. Und dort drin finden sich alle Szenen, die im gleichen Setup, in der gleichen Beleuchtung gemacht worden sind, weil die einfach ähnlich zu bearbeiten sind. Hier seht ihr die unbearbeiteten. Das ist schon ein Ausblick, wie später aussehen wird, aber dazu später mehr. So, und ich habe verschiedene Gruppen einfach gemacht. Alles, was wichtig ist, wird eine eigene Gruppe. Hier sind die ganzen Schlachtfeldszenen zum Beispiel drin. Und dann haben wir die Szenen in der Scheune, die Szene in der Scheune bei Nacht. Und dann habe ich noch eine Rubrik genannt, Night and Day. Da habe ich die Szenen rein, mit denen ich noch nicht ganz genau wusste, was anzufangen. Wird es am Tag spielen? Wird es in der Nacht spielen? Oder diese Szene hier, die ist für mich nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Hier haben wir wunderschöne Sonnenscheinbeleuchtung. Und auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen düsteres Setup. Das passte für mich nirgendwo so richtig rein. Die muss also speziell bearbeitet werden. Gleiches gilt für diese Szene. In dem Setup haben sonst nur die Nachtszenen gespielt. Also kurzum, ich habe mir halt da eine Logik ausgedacht,
Das könnt ihr ja jeder für euch selber machen, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mich dann Stück für Stück durch das Projekt gearbeitet. Angefangen habe ich mit einem Hero Shot. Das war für mich ganz klar diese Szene, die so ein bisschen Look and Feel von dem Ganzen ausdrückt. Okay, schauen wir uns mal an, wie die Szene im Original aussieht. Und so ist sie mit meiner Bearbeitung. Also ihr seht schon, wesentlich dramatischer. Ich zeige euch das mal der Reihe nach. Schalten wir mal aus, was wir nicht brauchen. Der erste Knoten ist die Noise Reduction. Bei dem kleinen Sensor vom iPhone seht ihr schon, da gibt es jede Menge Artefakte, die damit eingefangen worden sind. Obwohl Rainer das sauber beleuchtet hat, also um Gottes Willen, ich will ihm da gar nichts sagen. Und deswegen haben wir im ersten Schritt hier eine Noise Reduction gemacht. Die Pro-Version von DaVinci hat ganz tolle Tools eingebaut. Hier seht ihr schon den Unterschied. Ich hoffe, dass in der YouTube-Komprimierung noch was übrig bleibt. Aber man kann da schon ganz deutlich was machen. Ich will jetzt gar nicht näher auf die einzelnen Settings eingehen. Da gibt es tausende Tutorials, die das erklären. Wie gesagt, erster Schritt für mich ist Noise Reduction, dass wir ein sauberes Bild einfach haben. Als nächstes arbeite ich mit einem Kamera-LUT. Das ist eine spezielle LUT, die in dem Fall angepasst ist auf das entsprechende Profil von Filmic Pro. Die habe ich hier drauf angewendet und man sieht schon, das geht deutlich besser in die Richtung, die ich mir so vorstellen kann. Ich habe die allerdings von der Intensität gar nicht so stark eingestellt, sondern nur zu ungefähr 50%. Dann kommt der wichtigste Schritt, die sogenannte Primaries, Farbkorrektur. Und hier wird mit den ganzen Setups hier gearbeitet. Lift, Gamma, Gain, das sind die Tiefen, die Mittentöne und die Highlights im Bild. Und der sogenannte Offset, da wird eigentlich festgelegt, wie das Bild aussieht. Und ich kann das mal zeigen, indem ich mit dem Lift spiele. Achtet mal hier drüben auf der Seite auf die Scopes, was da passiert. Sieht man einfach sofort die Veränderungen und das ist einfach ein ungemein wichtiges Tool, um das Bild entsprechend beurteilen zu können. Das hat mir soweit schon mal ganz gut gefallen, aber mir war der Fokus zu wenig auf dem Hauptdarsteller. Das Bild war mir zu einheitlich. Also habe ich als nächstes eine Vignette gemacht. Ich schalte die mal ein. Dann wollen wir uns die auch mal anschauen. Also ich habe ein sogenanntes Power Window aufgezogen, wo ich den Kollegen markiert habe und habe das Ganze auch getrackt. Das heißt, ich habe die Bewegung verfolgt. DaVinci hat wirklich einen tollen Tracker, mit dem man solche Geschichten hervorragend machen kann. Dann habe ich in diesem Node die Kurve quasi bearbeitet. Ihr seht schon, ich habe ja ein bisschen runtergezogen, um das Bild drumherum, um das Bild stellenweise zu verdunkeln. Ich zeige das mal hier, dass man das so ein bisschen sieht. Und habe dann quasi das Gegenteil davon gemacht, habe einen sogenannten Outside-Node noch erstellt. Das heißt, wir bearbeiten jetzt nur die Innenseite des Bildes. Und da finde ich jetzt Möglichkeiten, den Darsteller so richtig rauszupoppen. Ihn krachen zu lassen sozusagen. Ich zeige euch das nochmal, wenn man die beiden gemeinsam an- und ausmacht, sieht man doch einen gewaltigen Unterschied in der Bildwirkung. Und man kann bewusst den Fokus setzen. Das hat mir jetzt eigentlich schon ganz gut gefallen. Das Einzige, was mich noch gestört hat, war da oben der blaue Himmel. Den habe ich jetzt in einem eigenen Knoten nochmal angegangen, habe den bearbeitet und habe quasi blau komplett rausgezogen. Dazu habe ich mit sogenannten Qualifiern gearbeitet. Man kann sich hier die Selektion anschauen mit einem Shortcut. Und meine Selektion, die habe ich dann bearbeitet und wie ihr seht, habe ich sie fast komplett entsättigt. Ich drehe mal die Farben nochmal komplett rein, damit ihr den Unterschied seht. Und so kommt es zu der Wirkung, die ich eigentlich letztendlich haben möchte. Als Icing on the Cake habe ich noch so einen kleinen Gradient eingebaut. Einfach um auch die Blickrichtung und die Führung des Auges so ein bisschen zu beeinflussen. Können wir uns nochmal anschauen. Da sitzt hier oben leicht schräg und verdunkelt einfach nochmal das Bild. Man könnte ihn auch, wenn man wollte, noch schräger einsetzen. Das ist einfach letztendlich Geschmackssache. Ja, und das war's. Vorher, nachher. In diesem Stil habe ich die anderen Szenen in der Gruppierung auch bearbeitet. Da können wir nochmal grob durchschauen. Ihr seht schon, der Node-Tree ist im Wesentlichen hier der gleiche.
Noise Reduction, Primaries, Kamera LUT, Vignette, Vignette außen. Allein diese zwei Nodes beeinflussen das Bild wesentlich. Ansonsten die Haupteinstellungen sind den sogenannten Primaries. Hier haben wir noch einen kleinen Trick auch noch gemacht. Können wir uns mal anschauen. Ich wollte da ein bisschen Struktur reinbringen. Und wir haben jetzt in dem Outside Node Midtone Details hochgefahren. Lightroom-User kennen das vielleicht, das ist so dieser High-Contrast-Look, den man ganz gerne macht. Dann die klassische Szene, wo er sich bewegt. Auch hier nichts wesentlich Neues. Vignette, Outside, Primaries, Camera LUT. Am Schluss gibt es noch einen Adjust-Knoten, in dem ich ein bisschen die Farbtemperatur, in dem ich die Sättigung verändert habe und noch ein bisschen was mit dem Kontrast gemacht habe. An dem Take hier hat mich gestört, dass man bei der Bearbeitung fast seine Augen nicht mehr sieht. Also ich deaktiviere das mal. Die waren mir zu dunkel. Also habe ich einen eigenen Node gemacht, in dem ich das Ganze ein bisschen angehoben habe. Getrackt. Und voilà. Fertig ist das Ganze. Und in der Szene auch nichts Besonderes. Genau gleich wie bei den vorhergehenden Szenen. So sind die sehr stimmig, passen gut zusammen und transportieren für mich auch so ein bisschen die düstere Botschaft des Filmes. Ich komme jetzt mal zu einer Geschichte, wo ich ein bisschen mehr spielen konnte. Das sind die Szenen mit Ralf Möller. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Wählen wir sie mal aus. Das sind zwei Szenen. Einmal eine normale und einmal die Szene, wo sich in die Kamera dreht. Und hier habe ich mir die Freiheit genommen, das Ganze noch ein bisschen neu zu framen. Das heißt, ich habe Keyframes gesetzt. Das wurde von Rainer ja in 4K gedreht. Wir arbeiten hier in HD. Das heißt, ich habe ein bisschen Headroom. Ich habe Keyframes gesetzt und habe das Ganze rangezoomt, um das noch ein bisschen dramatischer zu gestalten. Okay, schauen wir uns die Szene mal an. Im Original sieht die so aus. Hier schon mit der Reframing-Anpassung. Also zu flat. Zu wenig Kontrast, die Farben sind ganz anders. Achtet mal auf die Zigarre. Die sieht in dem Shot aus, wie wenn die gar nicht brennen würde. Okay, und das ist das, was ich daraus gebastelt habe. Zigarre glüht. Wir haben wunderschöne Farben für mich. Ein tolles, tolles Setup. Skin sieht fantastisch aus. Die Lampe im Hintergrund flickert. Und so sehen die einzelnen Bearbeitungsstufen aus. Erster Node, Noise Reduction, ganz klar, brauchen wir gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich deaktiviere mal die ganzen übrigen Nodes, dass wir mal sehen, wie das Stück für Stück war. Kamera LUT, hier ganz sanft eingesetzt. Meine Primaries Correction, ihr seht schon, das ist die halbe Miete. Dann haben wir wieder mit einer Vignette gearbeitet und mit einer Outside Node. Dadurch setze ich ganz klar den Fokus einfach auf den Chef im Ring sozusagen. Ich zoome ein bisschen aus, dass man noch ein bisschen mehr sieht. Und dann hat mir nicht gefallen, dass seine Augen zu düster sind. Also haben wir zwei Zusatznodes gemacht. Das Auge maskiert, getrackt und dann schließlich dazu diverse Einstellungen gemacht. Und hier könnt ihr schon sehen, vorher, nachher ein doch ganz deutlicher Unterschied. Dann war der nächste Schritt die Bearbeitung der Lampe. Ich gehe mal in die Totale, wo man die besser sieht. Ich habe hier einfach ein bisschen mehr Farbigkeit gegeben, einen leichten Glow gegeben. Und dann schließlich noch, um mich ein bisschen mitzuspielen, habe ich einen Effekt draufgelegt, den sogenannten Flicker-Effekt. Auch der ist maskiert. Und wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man, dass die Lampe einfach im Rhythmus entsprechend flackert. Wie halt in echt einfach auch. Da gehe ich nochmal kurz auf den anderen Take, dort sieht man sie länger. Hier sieht man das Flackern einfach wesentlich besser. Mich haben zwei Sachen gestört. Einmal, dass man den Körper der Zigarre nicht richtig erkennt. Das
haben wir jetzt hier gelöst. Und einmal, dass die Zigarre nicht glüht. Und dann haben wir zwei Zusatzmarkierungen gebaut. Hier können wir mal reingehen. Hab Farben verdreht mit Offset, Gain und ein paar anderen Einstellungen, dass es zum Glühen sorgt. Und habe zusätzlich sogar, das ist sehr, sehr kurz für diese Szene, zusätzlich sogar noch ein kleines Flickering draufgelegt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Zigarre mit und ohne Bearbeitung ausschaut. Und das ist doch ein sehr, sehr deutlicher Unterschied, wie ich finde. So ein kleines Highlight zum Hingucken. Ich mag solche Sachen eigentlich ganz gern. Also gucken wir nochmal schnell mit Zigarre. Da kommt sie und glüht vor sich hin und die Lampe flickert. Schön. Sowas mag ich, sowas gefällt mir. Was haben wir noch gemacht? Schauen wir mal durch, was es noch Spannendes gibt. Gehen wir mal in die Scheune. Kurz in groß, original. Das ist schon sehr schön, atmosphärisch. Aber irgendwas hat gefehlt für mein Verständnis. Das ist das, was ich daraus bearbeitet habe. Und man sieht, das ganze Ding hat sofort mehr Atmosphäre, mehr Emotionen. Gleiches gilt für diese Szene. Da sieht man es eigentlich noch viel deutlicher vorher. Nachher. Auch hier ein Riesenunterschied. Gut, was haben wir gemacht? Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Schauen wir mal ein bisschen Platz. Erster Knoten, Noise Reduction. Auch nur ganz leicht eingesetzt, damit das Bild einfach ein bisschen sauberer ist. Dann wie gehabt, Camera LUT, da kommen wir schon in den Ballpark, da kommen wir schon in die Richtung. Primary Farbkorrektur. Dann haben wir auch hier eine Vignette. Zeige ich euch mal. Hier bewusst ein bisschen größer gewählt mit einer großen Soft Edge. Und zur Vignette gibt es natürlich eine Outside. Beides zusammen sieht dann so aus und dadurch wird so ein bisschen der Blickwinkel und der Fokus festgelegt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mit den Lichtstrahlen ein bisschen was machen und habe einen sogenannten Light Rays Effekt eingesetzt. Das ist ein eigener Effekt. Der kommt mit DaVinci bei OpenFX, das ist eine sehr schöne Geschichte und hat viele, viele Parameter, wo man zum Beispiel die Richtung festlegen kann, woher die Strahlen kommen. Das sind sogenannte Volumetric Lights, die wirklich sehr, sehr schön sind und für meinen Geschmack schon die Hälfte der Miete einfach sind bei dieser Szene. Und dann gibt es noch einen kleinen Adjust-Knoten, wie immer am Schluss, wo ich ein bisschen die Saturation verändert habe und ein klein wenig Kontrast noch gesteuert habe. Ja, zusammen ergibt es dann dieses Bild. Sehr atmosphärisch, wie ich finde. Die anderen Szenen haben wir entsprechend gematcht. Diese finde ich ganz stark. Auch das war eine coole Geschichte und ich nehme mal kurz hier an dieser Stelle den Ray-Effekt weg. Und auf einmal habe ich ein flaches Bild. Auch hier das gleiche in grün sozusagen. Einziger Unterschied, hier hat mich gestört, hier war ein sehr starker Yellow, so ein dreckiger Gelbcast drin in dem ganzen Film, in der ganzen Szene. Schauen wir uns das mal an im Original. Ihr seht schon, das Holz dort oben hier, das waren so schmutzige gelbliche Töne, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Also habe ich hier mit einem Trick gearbeitet, ich habe mir eine Selektion erstellt und habe mir nur die Gelbtöne markiert. In dem Fall seht ihr sie nicht gelb, weil sie schon entsättigt sind. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier, das sind sie im Original. Habe ich mit einem Qualifier bestimmt und habe die dann entsprechend runtergedreht. Und wie ich finde, ist der Look tatsächlich einfach frappierend. Wenn ich den Knoten jetzt ein- und ausschalte, wow, das ist schon die Hälfte der Wirkung. Genau, hier haben wir noch die ähnliche Szene wie vorher. Ah, und ich sehe, hier habe ich meinen
Ich habe hier noch die Gelbtöne drin, die mich stören, die gefallen mir nicht. Die bauen wir jetzt einfach schnell nach. Machen wir einen neuen Knoten. Wir fahren in die Szene, wo der bereits drin ist. Kopieren uns den raus auf den neuen Node. Und zack, schwupps, ist er drin. Vorher, nachher. In dem Fall würde ich den gar nicht so stark entsättigen. Dann gehen wir ein bisschen wieder rauf. So wird für mich ein Schuh draus. So gefällt mir das sehr, sehr gut. Dann schauen wir uns mal meine Lieblingsszenen an. Das sind die Szenen bei Nacht, die der Rainer toll geschossen hat. Super, super Trick mit diesen Sturmfackeln. Echt klasse, super atmosphärisch. So sehen sie vorher aus. Gehen wir mal kurz groß. Schon schön, was mich so ein bisschen stört ist, da wird so ein bisschen die Magie genommen, weil man zu deutlich sieht, zum Beispiel hier oben, dass da eine Laterne sitzt. Man sieht die Kulisse für mich einfach zu deutlich und möchte die Stimmung so ein bisschen anders haben. Deswegen ist dann dieser Look dabei rausgekommen. Schon ganz deutlich sieht hier, es ist wesentlich kontrastiger. Okay, was haben wir gemacht? Wie immer, Noise Reduction als First Node, ihr kennt es ja schon mittlerweile. Schalten wir die anderen aus. Ein leichtes Kamera-LUT drauf mit 50%. Dann kommt hier meine Primaries Farbkorrektur. Wo wir schon ganz deutlich in eine bestimmte Richtung gehen. Dann eine große Vignette drauf auf den Kollegen, die entsprechend mitgetrackt ist, dass er die Bewegung mitmacht. Und natürlich eine entsprechende Outside-Note dazu. Dann können wir uns das mal gemeinsam anschauen. Ihr seht schon, das ist immer wieder frappierend, was so eine einfache Vignette eigentlich ausmacht in der Steuerung. Und ganz am Schluss ein paar Anpassungen in der Saturation und im Kontrast, dass das Ganze zusammenhängt. Und fertig ist die Szene. Im Wesentlichen war es das bei allen anderen genau das Gleiche. Musste natürlich noch angepasst werden, weil die Szenen alle ganz schön unterschiedlich belichtet waren, ganz klar. Also gerade auch hier war man in der unbearbeiteten Szene viel zu viel Detail. Da wollte ich mehr Magic haben, mehr mysteriöse Geschichten. Können wir auch nochmal kurz durchschauen, wie es ist im Einzelnen. Kamera-LUT. Primaries. Vignette. Und da seht ihr schon, the magic is coming back. Outside-Note dazu, um ihn so ein bisschen rauszupoppen. Und schließlich noch ein Adjust. Und fertig ist der Look. Hier ähnlich, immer das gleiche Prinzip. Und fertig sind die Szenen. Scheune über Nacht. Da sind auch noch ein paar schöne Sachen dabei, möchte ich euch gerne zeigen. Zum Beispiel hier. Original ist schon sehr schön, sehr atmosphärisch. Aber ein bisschen was fehlt noch für meinen Geschmack. Und das ist das, was letztendlich dabei rausgekommen ist. Schauen wir mal in groß an. Vorher, nachher. Gut. Und was haben wir gemacht? Kamera-LUT. Nur mit ein paar Prozent dazu gegeben. Primaries Correction. Dort passiert eigentlich die Hauptbearbeitung. Auch hier eine leichte Vignette mit dem zugehörigen Outside-Note. Auch hier haben wir so einen gelben Farbcast, der mich so ein bisschen gestört hat. Da haben wir den gleichen Trick angewandt wie beim letzten Mal, nicht ganz so stark. Und als Icing on the Cake sozusagen haben wir hier Light Rays draufgegeben auf die Taschenlampe, die jetzt einfach einen richtig schönen Lichtkegel wirft. Am Schluss noch ein kleiner Adjustment-Note, um alles aufeinander fein abzustimmen und fertig ist die Laube. Gleiches gilt für die übrigen Szenen auch. Hier haben wir uns sogar noch den Spaß gemacht, die Light Rays mit einzusetzen in der Explosionsszene, um das Ganze zu verstärken.
Ansonsten ist das wie die anderen Szenen auch aufgebaut. Und hier zeige ich euch mal kurz, was passiert, wenn man da die Richtung des Flares verändert. Kann man also sehr schön gezielt einsetzen, in dem Fall für die Explosion. Battlefield Day haben wir noch. Schauen wir uns mal ein paar Szenen hier an. Original. Bearbeitung. Zusätzlich habe ich hier diesen Hero Shot noch ein bisschen animiert. Das heißt, wir zoomen in die Bewegung rein, um das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu machen. Auch hier gucken wir uns im Detail mal kurz an, was passiert ist. Erster Schritt: Kamera LUT, Anpassung, Primaries Correction. Wie ihr mittlerweile wisst, dort passiert eigentlich fast alles. Eine Vignettierung. Und als letzter wieder ein Adjust-Knoten, wo ich ein bisschen mit Sättigung arbeite und Kontrast. That's it. Das war der Look. Gleiches gilt für die anderen Szenen. Da gibt es sonst keine Besonderheiten mehr. Doch eine kleine Geschichte auch hier noch. Hier sind wieder so schöne gelbe Ziegel, wie sie mir einfach nicht gefallen im Original. Hier seht ihr das mal ganz deutlich. Ich gehe mal auf Vergrößerung, schauen wir uns das mal an. Und die haben mich komplett rausgehauen, wo ich das erste Mal gesehen habe. Hat mir überhaupt nicht gefallen. So, jetzt kommen wir dem Ganzen doch wesentlich näher. Hier nochmal kurz die Einzelschritte, geben wir mal an ein Bild, wo sie ganz gut im Bild sichtbar sind. Nehmen wir den Step mal wieder raus. Hier seht ihr das ganz deutlich. Wow. Und jetzt ist es wunderbar. Ich habe mir die Gelbtöne rausgepickt und selektiert. So sehen sie im Original aus. Dann habe ich die entsättigt und draufgelegt und fertig ist die Laube. Die Bunkerszene. Schauen wir mal kurz rein nochmal. Im Wesentlichen sind es zwei verschiedene Takes. Einmal der General und einmal die beiden Untergebenen. Das ist das gleiche Setup, Schuss, Gegenschuss. Original sieht so aus. Und da war mir einfach viel zu viel Rot drin, viel zu wenig Kontrast, zu flat war mir das Ganze. Das ist dann mein Look geworden. Die Knoten im Einzelnen. Kamera LUT. Primaries Farbkorrektur. Vignette. Dann habe ich hier einen Glow eingesetzt. Und zwar nur an seinem Gesicht. Der einfach so ein bisschen das Incandescent Light zeigt, also die Belichtung mit der Petroleumlampe. Und ganz zum Schluss noch eine Desaturation, eine kräftige. Gleiches gilt für die anderen Szenen, die sind genau gleich aufgebaut. Unterschiedliche Kameragrößen und Einstellungen noch in der Post. Und das war's. Wir haben noch eine Gruppierung übrig. Das sind die Night and Days, wie ich sie genannt habe. Das ist der Shot, schauen wir uns im Original wieder an, wo man nicht so genau weiß, wo spielt er denn, zu welcher Tageszeit. Und ich habe den einfach ein bisschen kontrastiert und dem übrigen Look angepasst, dass er ein bisschen besser matcht. Dann kam der für mich am meisten kritisch eigentlich war. Sieht im Original so aus. Der Kollege auf der linken Seite in strahlendem Sonnenschein. Das hat für mich nicht so wirklich in die Atmosphäre des Bildes gepasst. Deswegen habe ich mich für mehr Dramatik entschieden. Schauen wir mal im Einzelnen, was wir gemacht haben. Camera LUT kennt ihr ja schon mittlerweile. Primaries Farbkorrektur, hier kommen wir schon im Wesentlichen in die Entsättigung rein.
bringen den Sonnenschein so ein bisschen weg, mehr Kontrast rein. Dann hat mich auch hier der gelbe Farbcast einfach gestört. Den haben wir noch rausgezogen. Eine Vignette. In dem Fall aber, um den Kollegen auf der rechten Seite ein bisschen sichtbar zu machen. Und schauen wir uns die mal an. Das ist eine etwas ausführlichere Vignette. Da haben wir nämlich die Silhouette entsprechend grob nachgezeichnet mit einem weichen Verlauf und haben das Ganze entsprechend getrackt. Und haben dem Kollegen hier ein bisschen Aufhellung in den Shadows gegeben. Und last but not least wieder so eine globale Anpassung. Und sie sieht man schon ganz deutlich. Vorher, nachher. Jetzt passt das für mein Verständnis viel besser in das komplette Gesamtwerk. Und als letzten Shot. Hier sehen wir auch im Original, ist er natürlich flat. Keine Magie drin. Das ist videomäßig sozusagen. Und das ist die Bearbeitung. Jetzt finde ich, haben wir Dramatik. Und das Ganze sieht nach was aus. Auch hier nochmal ganz kurz die einzelnen Schritte. Kameralat, Primaries Correction, Farbcasting ein bisschen rausgezogen, dann auch hier die Vignettierung. Mit der entsprechenden Outside und ein Adjustment Note. So Freunde, das war's. Ich hoffe, der kleine Einblick hinter die Kulissen hat euch gefallen. Ich sage auf jeden Fall nochmal vielen Dank an den Rainer. Das hat echt Spaß gemacht, war eine tolle Zusammenarbeit. Und schauen wir mal, was noch dabei rauskommt. Und ich würde mich freuen, wenn er mich besucht, wenn er mal auf meiner Seite vorbeischaut, samplay.de oder auf Facebook. Wir verlinken das Ganze. Also, macht es gut. Servus. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Natürlich gibt es den Trailer jetzt gleich nochmal zum Schluss in komplett gegradeter Form. Ich würde mich natürlich über euer Feedback freuen und natürlich auch über ein Abo des Kanals, weil wir werden noch einige Projekte realisieren, in denen es um das Thema Filme machen, egal ob mit dem Smartphone oder einer professionellen Kamera geht und natürlich auch noch weitere Color Grading Tutorials. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bei euer Rainer. Ciao. Miller, schnapp dir deinen Bruder. Es gibt Befehle. Unser Bataillon ist in einen Hinterhalt marschiert. Von allen Seiten Feindesfronten. Wenn morgen der Angriff erfolgen sollte, dann wird das ein Massaker. Deshalb haben Sie und Ihr Bruder den Befehl, das nachrückende 2. und 3. Bataillon zu warnen. Haben Sie das verstanden? Ja. Bleib einfach dicht hinter mir. Machen wir einen Fehler, sind wir alle tot. Nur ein Feigling scheut den Kampf. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Granate! Ich kann nicht mehr. Wir müssen weiter! Lass dich nicht allein! Sie haben 12 Stunden Zeit, ansonsten sterben weitere 1600 Mann. Viel Glück. Das ist mit dem Smartphone gemacht, das Video.